Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute ganz kurz und straightforward mit einer iOS App, nämlich der App Hipstamatic Dispo. Hipstamatic, klar wie geschrieben, Dispo, D-S-P-O. Ich nehme einfach mal an, dass das so ausgesprochen werden soll. Gratis-App. 1.0.1 ist die Versionsnummer, 29,2 MB groß. Es gibt eine Apple Watch App, was ich natürlich aus Gründen, dass ich keine Apple Watch habe, nicht ausprobieren konnte. Sprache ist Englisch, gratis, habe ich schon erwähnt, keine Universal App. Was macht die App? Ihr ladet sie runter, ihr loggt euch da ein und dann könnt ihr eine Group Camera erstellen. Das ist sehr lustig. Ihr erstellt also eine Kamera, das wird so genannt. Dann stellt ihr einen Timer ein. Der kann eine Stunde lang sein, das ist die kürzeste Zeit, oder 365 Tage, das ist die längste Zeit. Und ihr macht ein Coverfoto, schießt ihr. Dann ladet ihr Freunde ein. Über eure Kontaktliste, Facebook. Oder ihr könnt den Link zur Kamera versenden über Twitter zum Beispiel. Und wer darauf klickt und ebenfalls auch die Hipstamatic Dispo, die DSPO-App hat, der kann darauf zugreifen. Im Prinzip dieser Kamera in Anführungsstrichen beitreten und da auch Bilder reinpacken. Man kann auch noch mit den Leuten, die der Kamera beigetreten sind, dieser Gruppenkamera, chatten. Und jeder, der da beigetreten ist, sieht die Bilder erst, wenn der Timer abgelaufen ist. Also zwischen einer Stunde und 365 Tagen, wie ich es eben erwähnt habe. Natürlich könnt ihr irgendwie auch noch irgendwie Filter auf die Bilder packen. Oder darauf malen oder sowas, das bleibt euch überlassen. Natürlich könnt ihr auch irgendwie in einem Programm wie Snapseed, glaube ich, vorher auch die Bilder bearbeiten. Das kann natürlich ganz lustig sein, zum Beispiel, wenn ihr irgendwie in einer Familie seid und sagt, hier, ich mache eine 365-Tage-Selfie. Jetzt habe ich Selfie gesagt, oh mein Gott. Gruppenkamera und jeder packt da das Selbstporträt rein oder was weiß ich, Vater und Mutter haben beide ein iPhone und sagen, hier, wir machen eine Gruppenkamera, die heißt Kind und jeder, der von dem Kind Bilder macht, irgendwie auf dem Spielplatz oder sonst was, packt da halt Bilder rein. Da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wofür ihr das nutzt oder nur zum Testen oder für eine Aktion oder für ein Festival. Oder sonst was. Oder Geburtstag oder Hochzeit. Na, ihr versteht schon, was ich meine. Ich finde das eine sehr nette Sache. Und man kann natürlich irgendwie auch einfach Bilder, keine Ahnung, bei Flickr hochladen und in eine gemeinsame Gruppe oder sonst was. Aber die App sieht gut aus und läuft auf dem iPhone 6 wunderbar. Es gibt auch einen In-App-Kauf, Dispo oder DSPO Plus, 99 Cent kostet der und der sorgt dafür, dass ihr mehr Filter bekommt. Ach, und der sorgt auch dafür, dass ihr auf eure Bilder rummalen könnt. Das geht also in der Gratis-Version nicht. Es ist nett und deswegen Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich und ein schönes Wochenende. Ciao und bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.